Ich heiße Rebecca, ich bin 30 und lebe seit 15 Jahren mit Morbus Crohn. Was mich am meisten stört an meiner Krankheit, dass man wirklich immer wieder regelmässig aus dem Alltag rausgerissen wird. Hallo Rebecca. Hallo Barbara. Willkommen. Danke, dass du dir Zeit nimmst, einmal 24 Stunden in meine Haut und in die Haut von anderen Morbus Crohn und Colitis ulcerosa Patienten zu versetzen. Merci total für die Anfrage. Ich bin ein bisschen aufgeregt und ein bisschen gespannt, was jetzt da auf mich zukommt. Und ja, ich habe ja mein iPhone, habe ich gehört, muss ich mitbringen. Ganz genau. Und neben dieser App, die du jetzt auf deinem Nachteil hast, habe ich dir auch noch ein Kit dabei, was da so verschiedene Päckchen drin hat. Und wenn du so ein Päckchen brauchst, beziehungsweise den Gegenstand, der da drin ist, wird dich Sepp informieren. Ah, okay. Ja, super. Ich bin gespannt. Ich bin auch gespannt, was du nach diesen 24 Stunden sagst. Super. Danke vielmals. Jetzt drauf los. Ganz genau. Und ich warte eigentlich schon auf die erste Nachricht. Die wird sicher bald kommen. Okay. Also, danke, Rebecca. Darf ich einen Börek haben? Gern. Ja. Ist der mit Fleisch? Ohne Fleisch. Okay, ist gut. Entschuldigung. Habt ihr ein WC? Ja, das hat vorher recht. Merci, danke. Digga, tu mal hier unten. Luigi, was soll ich jetzt sagen? Nein, die ist ja richtig so. Moment. Okay. Perla, kannst du schnell schauen? Ich muss schnell aufs WC. Ich gebe euch an, wie sie mit Luigi mal den Text. Mega gut. Du musst ja nur an was habe ich gesagt? Okay. Entschuldigung, ich gehe ganz schnell aufs WC. So, Barbara, hast du 24 Stunden überstanden? Ja. Hast du die gute Tut von uns können versetzen? Ja, also es war teilweise schon noch, also wirklich noch krass gewesen, wie mein Leben total anders war. Also ich könnte viel nicht machen, was ich jetzt mache. Das habe ich schon nur innerhalb von diesen 24 Stunden gemerkt. Ich weiss nicht, wie das würde gehen, wenn wir am Drehen wären. Ich müsste ein Megastar sein, dass sie würden trotzdem mit mir arbeiten wahrscheinlich. Mit diesen ganzen Unterbrüchen. Das ist zum Beispiel sicher etwas oder eine Theatervorstellung, wo man zwei Stunden auf der Bühne ist. Also ich müsste eigentlich wahrscheinlich einen anderen Beruf machen. In dieser Zeit, wo du das App dabei gehabt hast, hast du auch irgendwie, bist mal einen Moment gekommen, wo du gedacht hast, jetzt längt es, jetzt mag ich nicht mehr, jetzt stelle ich es ab. Ja, also stelle ich es ab oder es längt oder so, das habe ich natürlich nicht gedacht, weil ich wusste, es geht ja nur noch so lange, oder? Aber als ich schon gemerkt habe, auf einem Leerschluck habe ich gesehen, was der alles nicht dürft essen. Und dass nachher mein Speisplan einfach so, also eigentlich für mein Verhältnis
dass ich dann nicht mehr, fast nichts mehr finde zum Essen. Und dann, dann nimmt man halt trotzdem etwas, wo man halt dann vielleicht Lust hat und denkt, ah ja, komm, ja, zum Beispiel Salat oder so. Und dass nachher grad schon während dem Essen schon ist die Meldung kam, oh, ich habe Bauchweh, stopp, jetzt muss ich ein bisschen rumlaufen, mir hat einen Magenkrampf. Das hat mich also recht irgendwo erschüttert. Deswegen sind wir dir auch mega dankbar, hast du das Experiment mitgemacht. Und ich möchte mich bedanken. Und es war cool, dass du dabei warst. Dankeschön. Ja.